Das war echt anders geplant. Habe ich mir echt leichter vorgestellt. Drei, zwei, eins. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Wasserfallterrarium. Ich habe es jetzt Wasserfallterrarium genannt. Das ist eigentlich mehr so ein Bachlauf. Aber heute kümmern wir uns um die Pumpe. Also es kamen schon Kommentare, wie ich das lösen werde, dass ich die Pumpe jetzt im Nachhinein noch einbauen kann und dass ich die auch nachher wieder rausholen kann, wenn ich sie mal reinigen will. Da habe ich schon ein paar Ideen, mal schauen, ob die funktionieren, und ich bin auch gespannt, ob der Bachlauf bzw. Wasserfall auch funktioniert, so ich mir das vorstelle, oder ob das Wasser auf den ganz anderen Stellen rausfließt. Mal schauen. Und wir werden noch ein paar Details machen, also den Sand, den Bodengrund hier und noch ein paar Details dazu, ein paar kleine Steine. Da habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Kommen wir zuerst aber zur Pumpe, weil das möchte ich jetzt zuerst machen. Und dann möchte ich das Ganze mal abspülen, damit der ganze grobe Dreck mal weg ist. Und dann machen wir erst die Details. Und zwar habe ich mich hier für einen Aquarell Circulator 500 entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht zu stark ist. Ich denke mal, man kann den auch drosseln. Und der kann bis zu 70 cm Wasserhöhe das Wasser hochpumpen. Ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Aber ihr werdet gleich sehen, ein bisschen wichtig ist es schon. Ich habe den hier schon ausgepackt. Es sind verschiedene Zubehörteile dabei. Ich habe jetzt hier die Pumpe alleine und hier die Platte mit den Saugschnäpfen, mit denen man sie eigentlich so im Aquarium montieren kann und unten den Filter, Schwamm oder so noch draufstecken kann. Aber ich werde sie so verwenden, und damit die Pumpe hier so gepolstert steht, im Idealfall habe ich die Saugknöpfe drauf gemacht. Dann habe ich hier auch schon einen Schlauch vorbereitet, so ein 12-16er Schlauch. Der passt sehr gut drauf und ist ziemlich fest, also ich glaube fest genug, das sollte passen. Und das Kabel ist leider nicht lang genug, glaube ich, also ich brauche dann ein Verlängerungskabel. Und mir ist auch aufgefallen, ich hätte das ein bisschen anders lösen können. Ich hätte die Öffnung hier dort machen können, wo der Schacht ist. Und dann hätte ich das Kabel gleich dort rauslegen können. Aber ich kann Kabel auch oben rauslegen, das geht auch. So. Hier habe ich auch schon eine kleine Abdeckung gemacht, einmal so eine Bastelplastikplatte und einen Schwamm, damit es abgedichtet ist, also das ist so die Hauptabdichtung, und das ist, damit es irgendwie noch Dreck oder so reinkommt. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich werde jetzt erstmal den Deckel wieder abnehmen, das geht hier ganz gut. Wir werden uns auch um die weitere Technik kümmern. Also um die Beregnungsanlage. Die Lampe wird dann auch noch ausgetauscht, aber das kommt jetzt in ein paar Wochen. Und zwar ist jetzt die große Frage, wie bekommt man jetzt die Pumpe unten rein und den Schlauch hier in das Loch, was ich gebohrt habe, raus? Und das ist echt eine gute Frage, und ich habe da eine Idee, wie ich das machen kann. Und zwar habe ich hier den Schlauch selbst und den schiebe ich jetzt durch das Loch durch. Okay, das ist schon ein bisschen schwieriger als gedacht. Okay, hier. Ich dachte schon, ich habe das Loch zugemacht. Ich kann euch das jetzt auch schlecht zeigen, weil es ist ziemlich dunkel und eng da hinten. So, der Plan ist jetzt, den Schlauch bis nach oben durchzuschieben. Das Problem ist, ich sehe es nur nicht. Okay, ich muss das Loch noch ein bisschen größer machen. Das war echt anders geplant. Habe ich mir echt leichter vorgestellt. Aber wir machen mal. Mal schauen, wie das hier oben aussieht. Ich habe mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Schlauch dann sie nach oben schiebt. Aber das will der irgendwie nicht. Jetzt die Frage, wie tief ich da reingreifen kann. So ein Scheiß. Da komme ich dann. Okay, wenn ich es nach vorne drehe. Wenn ich es nach vorne drehe, glaube ich, könnte ich reingreifen können. Tief genug.
Ja, genauso habe ich mir jetzt gedacht, dass ich den Schlauch hier oben rausnehmen kann. Den Schlauch dann hier anschließe. Ich drossel hier gleich ein bisschen runter. Und dann die Pumpe nach unten schiebe und jederzeit, so wie es hier ist, rausnehmen kann. Dann macht der Schlauch zwar hier so eine Schlaufe nach oben und die Pumpe geht nach unten, aber ich kann sie theoretisch immer am Kabel rausziehen, wenn sie mal schmutzig sein sollte. Jetzt muss ich sie nur noch runterbringen. So, das Ganze von oben. Ich weiß, man kann da relativ wenig erkennen. Aber hier unten am Boden ist jetzt die Pumpe, der Schlauch macht so einen Schlauch nach oben. Deswegen muss die Pumpe auch ein bisschen stärker sein, dass es funktioniert. Und dann hoffe ich, dass das genau von der Stärke auch passt. Ich habe es jetzt zur Hälfte gedrosselt. Und mal schauen. Jetzt kommt auch der Deckel wieder drauf und dann kann ich jetzt hier so einen Teil rausziehen und da das Kabel perfekt durchstecken. Jetzt habe ich hier das Verlängerungskabel, das gehe ich erstmal nach oben. Dann drehe ich mir das wieder. Jetzt habe ich hier den Schlauch, den schneide ich jetzt ein bisschen davor hier ab. So, das mache ich jetzt erstmal mit Leitungswasser, nachher benutze ich Osmosewasser, was ich leicht aufhärte. Und da habe ich jetzt hier so eine kleine Schlauchtrommel und da ist ein ganz guter Hack, falls ihr auch so eine habt. Das ist die Takagi Schlauchtrommel, gibt es bei Amazon, werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Ich mache das immer so, dass ich den Brausekopf hier anschließe und den Wasserhahn hier, damit kann ich dann mit dem Teil hier zum Aquarium gehen und halt dann, wenn ich zurückgehe, einfach aufwickeln und zum Wasserhahn gehen. So ist es irgendwie viel leichter zum Aufwickeln, weil sonst steht man drüben beim Wasserhahn mit dem Teil hier angeschlossen, mit dem kurzen Schlauch und dann zieht man ein Teil raus, dann geht man zum Aquarium hin, wo man es haben will oder zum Terrarium, dann ist es nicht lang genug, dann muss man wieder zurückgehen, was rausziehen oder andersrum. Also das ist echt nice. Und jetzt sprühen wir erstmal alles ab. Also wirklich alles schön absprühen, damit der ganze Dreck und irgendwas, was noch drin ist, abgespült ist und wir das dann wegsaugen können. Hier beim Gitter muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie raussprühe. Dann sehen wir auch gleich, ob irgendwas undicht ist. Also ich hoffe mal nichts, aber gehe ich mal davon aus, dass alles dicht ist. Auch hier hinten. Im Normalfall sollte da eh nichts sein. Ich habe ja nur Materialien benutzt, die safe für Tiere sind. Aber dennoch, um so Staub und so wegzubekommen, ist es nicht schlecht, wenn wir schon das Ganze füllen, dass wir gleich alles abspülen. So, ich kann jetzt gleich mal den Wasserfall testen. Und der schaut echt gut aus. Mal schauen, wie der mit der Pumpe jetzt noch funktioniert. Ich habe hier noch so ein L-Stück für den Schlauch, also eigentlich von einem Filter, ich glaube von einem JBL oder Oase-Filter oder so. Passt aber gut auf den 1216er Schlauch drauf. Und das Gute ist, so wie es jetzt ist, kann man den Schlauch auch immer ein bisschen rausziehen, Sachen draufstecken und dann so wie hier das L-Stück drauf. Und ich bin gespannt, wie das gleich funktionieren wird, wie stark da das Wasser rauskommt. Ich glaube, wir können gleich mal die Pumpe starten. Also, tippt gerne mal jetzt in die Kommentare, ob es gleich funktioniert oder ob ich dann noch ein bisschen was anpassen muss. Schau nach hinten, schaut auch alles dicht aus. Ja, schaut alles trocken aus. Also hält auf jeden Fall sein Versprechen, dass es unten schon mal von Haus aus dicht ist. Ich starte jetzt einfach mal die Pumpe. 3, 2, 1. Okay. Ich glaube, es ist einfach perfekt. Also schaut euch das an. Natürlich, hier muss vielleicht noch ein bisschen Moos oder so dazu, damit das nicht mehr so plätschert. Aber es fließt einfach perfekt wie so ein kleiner Bach hier runter. Also genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn jetzt überall noch ein paar Pflanzen dazukommen, vielleicht noch ein paar Steine, schaut das halt noch ein bisschen besser aus. Jetzt ist halt schon sehr viel von den Kies. Aber da kommen ja noch Details dazu. Aber es ist einfach perfekt, würde ich sagen. Also besser hätte es nicht laufen können. Ich fülle noch ein bisschen Wasser ein. So, jetzt sauge ich noch den ganzen Dreck hier ein, also die ganzen Korkstücke und den Staub. Ich
Jetzt kommt der Sand dran. Ich habe mich hier wieder für den Adiala Plata Sand entschieden. Ist einfach der schönste Sand. So von der Struktur und von der Körnung schaut einfach am besten aus. Davon benutze ich aber nicht so viel. Ich möchte nur wirklich eine dünne Schicht haben, die halt einfach nur optisch gut ausschaut. Und verteilen wir uns hier noch schön. So ein bisschen was können wir hier noch reinstreuen. Dann lockert das auch gleich so ein bisschen die Struktur auf von den Kies. Wird zwar auch ein bisschen mitgespült, aber so fürs Erste. So, dann spülen wir das gleich auch wieder ein bisschen nach. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Sand erwischt, aber da kann ich, wenn sie es nachher noch was rausholen. Also vielleicht hier weiter hinten. Wobei, ich glaube, jetzt wird es verteilt, es geht's. Also mal schauen. Jetzt habe ich letztens noch eine wunderschöne Auswahl an kleinen Steinen, also kleinen Labersteinen von Liquid Nature mitgebracht. Und da gibt es gerade echt richtig schöne Stücke. Also vor allem so richtig schön strukturiert, komplett schwarz und ziemlich leicht. Macht natürlich ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt hier den Beutel voll. Das sind 1,8 Kilo. Und da mache ich jetzt noch mehr Details. Also zum einen hier unter Wasser kommen noch ein paar Steine hin. Ich denke, die werde ich nachher noch ein bisschen verrücken. Auch zum Beispiel hier bei so Stellen, wo halt einfach jetzt noch irgendwas durchscheint, kommen mehr Steine hin. Auch zum Beispiel hier so werde ich noch schauen, dass hier noch Steine hinkommen, wo halt Sachen durchscheinen, die nicht so schön sind. Unter Wasser kann ich es halt jetzt noch nicht so richtig sehen. Aber auch so ein paar kleine. Und die kleinen Steine müssen noch nicht unbedingt verklebt sein. Die kann ich ja nachher immer noch ein bisschen anders platzieren. Je nachdem, was für Pflanzen noch dazukommen. So, jetzt kommt noch ein bisschen mehr Wasser ran. Hier ist also ein Sticker für die Wasserlinie. Und den will ich jetzt nicht überschreiten. Und ich bleibe auch ein bisschen drunter, weil hier links könnt ihr sehen, oder hier rechts, da läuft gerade die Beregnungsanlage. Und hier wird auch eine Beregnungsanlage montiert. Und natürlich das Wasser, was von der Beregnungsanlage hier reingeht, sammelt sich auch unten im Wasserbereich. Es wird auch ein bisschen was verdunsten, aber ich weiß nicht, wie viel das ist. Also es kann sein, dass mit der Zeit der Wasserteil steigt und nicht sinkt und ich dann halt immer Wasser absaugen muss. Aber es kann auch sein, dass das Wasser von alleine sinkt, weil mehr verdunstet, als von der Beregnungsanlage kommt. Das muss man halt beobachten. Vor allem jetzt am Anfang würde ich da immer lieber ein bisschen weniger Wasser einfüllen und nachher lieber ein bisschen was nachfüllen, bevor es dann übergeht und überall Wasser ist. Also lassen wir es mal so. Und jetzt kommen wir zur Beregnungsanlage und ich muss sagen, ich habe gerade echt wenig Lust, die zu installieren. Aber ich möchte es andererseits jetzt auch fertig machen oder halt weitermachen. Ich habe hier so Ersatzteile, also falls ich mehr so Sprühdüsen brauche und mehr Schlauch. Weiß ich noch nicht, ob ich die brauche und ich hoffe, dass es relativ einfach ist zu installieren. Es kam ja auch das Kommentar, dass manche geschrieben haben, so professionelle Anlagen, wie ich es auch für das Terrarium habe, mit so einer extra Pumpe, sind viel besser. Aber ich glaube, für Anfänger ist so eine Anlage, also hier die Easy Vane von Hobby, viel besser geeignet, weil sie einfach viel einfacher ist. Man hat ein Gerät, wo die ganze Steuerung drinnen ist, bei der anderen musste man sich erstmal spielen mit der Sekundenzeitschaltuhr, dass man die auf Sekunden einstellen kann und wie oft, das ist immer ziemlich kompliziert und hier soll es relativ einfach sein. Und ich glaube, das ist gerade halt für Anfänger, Leute, die halt dann auch nur ein Terrarium haben und nicht eine ganze Terrarienwand, wo sie halt viele Terrarien mit einer Beregnungsanlage versorgen wollen, ist die richtig gut geeignet. Also ich habe jetzt auch schon die Mini hier drüben in Betrieb. Also hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, habe ich die Mini in Betrieb und die hat richtig einfach funktioniert zum Installieren. Also das ging innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Minuten. Also das war echt nice. Und das ist das obere Teil, hier kann man dann die Sachen einstellen. Einmal der Cycle, also wie oft die Stunde, denke ich, für wie viele Sekunden insgesamt. Da kann man zwischen 2 Sekunden und 120 Sekunden einstellen. Und wie stark bei dem Rad. Also einmal wie oft, also ich denke mal alle Stunde, alle 2 Stunden, alle 4 Stunden, 8, alle 20 Stunden, alle 24 Stunden. Und dann für wie oft, und hier ist noch ein Ein- und Ausschalter. Also ziemlich einfach. Das Teil brauche ich noch, das stecke ich hier hinten ran. Dann haben wir hier auch Schlauch. Ich denke mal ein Netzteil, ja. Und hier sind zwei
von den Düsen dabei. Dann noch richtig praktisch zum Abschneiden vom Schlauch, so ein Schlauchschneider. Das ist sehr nice, dass es dabei ist, weil es ist immer wichtig, dass die Schläuche gerade abgeschnitten sind. Hätte ich jetzt hier auch gut brauchen können, hätte ich vorher auspacken müssen. Weil ich habe so einen zwar schon, aber ich habe den irgendwie verloren, also irgendwo bei einem Osmosezubehör habe ich den, aber keine Ahnung wo. Dann haben wir hier noch so einen Einstopfen, also zwei Einstopfen und so einen Ansaugschutz. Es ist mal wieder richtig warm, also auch wenn die Klima läuft, aber sobald hier die Lichter an sind, halten die ziemlich dagegen. Und dann wird es ziemlich warm hier. Jetzt hier hat es 25 Grad, wegen dem kalten Wasser wahrscheinlich. Ich habe kühleres Wasser eingefüllt. Aber hier habe ich schon das Thermometer platziert und das Hygrometer. Schauen wir lieber noch kurz die Anleitung an, nicht dass ich euch irgendwas Falsches erkläre. Aber ich denke, dass wir den Schlauch hier benutzen zum Filtern. Also hier nehmen wir schon mal ein Stück vom Schlauch. Kann ruhig ein bisschen länger sein. Ich mache den so. Und den schließen wir hier unten an. Dann können wir das hier wieder draufsetzen. Wir müssen das auf jeden Fall irgendwie beschweren. Also ich mache das so, dass es nach außen geht. Und dann setze ich das auch so hin. So, damit das auch wirklich hier unten ist, der Filter, also dort, wo das Wasser angesaugt wird. Weil wenn der hier oben irgendwo hängt, dann saugt er natürlich nicht so gut das Wasser an. Dann haben wir jetzt hier zwei so Düsen dabei. Die Düsen sind halt immer mit Saugknöpfen zu montieren. Gibt halt auch andere, was man schrauben muss. Da muss man hier wieder irgendwelche Löcher montieren. Ist auch wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, aber ich denke halt, wie gesagt, so ist zum Beispiel auch einfacher für Anfänger, dass die jetzt nicht irgendwie Löcher bohren müssen und vorher schon entscheiden, wo was hin muss. Das ist die Frage, wie wir das hier montieren. Weil theoretisch würde ich halt jetzt eine hier montieren. Eine Düse und eine hier drüben. Ist ja die Frage, verbinde ich jetzt die hier? Ja, ich denke, ich verbinde einfach die hier so. Jetzt ist auch die Frage, machen wir mehr Düsen oder reichen zwei? Ich glaube, ich baue erstmal zwei ein, so wie es halt auch hier gedacht ist. Und hier ein bisschen Wasser drauf auf den Saugknöpfen. Dann montiere ich mir die Düse so, dass sie halt hier so hinsprüht. Das muss man dann schauen, je nachdem, was für Pflanzen man hat. Manche Pflanzen mögen es auch nicht, wenn sie direkt besprüht werden. Darauf muss man auch ein bisschen achten. Und je nachdem, wie die Pflanzen sind, kann es sein, dass auch was nach vorne tropft, was man nicht will. Da muss man dann schauen, wenn man dann die Pflanzen einsetzt. Es wäre noch cool, wenn es irgendwelche Clips geben würde, wo man den Schlauch oben festklipsen könnte. Das muss ich mir noch anschauen. So, und jetzt brauchen wir ein lang genuges Schlauch. Stück Schlauch. Okay, hätte ich gleich ganz lassen können. So, wir hier die Öffnung durch das Drehding. Jetzt müssen wir die ganze Anlage befüllen. Da können wir das einfach hier drüber machen. Also wenn wir hier Wasser einfüllen, also hier in die Lippe, dann läuft das hier rein. Also kann man immer mit einer Gießkanne die Beregnungsanlage einfach nachfüllen. Das Wichtige ist aber, dass man hier destilliertes oder Osmosewasser benutzt, weil sonst verkalken die ganzen Leitungen und auch die Sprühdüsen. Wenn man ziemlich hartes Wasser hat, geht das ziemlich schnell. Deshalb am besten Osmosewasser oder destilliertes Wasser. Mit dem großen Kanister nehme ich aber lieber den Kopf hier ab und fülle es direkt ein, weil sonst fliegt mir das noch alles runter und überschwemmt mir alles. Kommt hier wieder der Kopf drauf. Wieder schauen, dass das gerade nach unten geht. Dann stecken wir hier den Schlauch an von drinnen und hier noch das Stromkabel. Dann können wir hier mal auf einschalten. Gehen wir einfach mal auf Cycle 0. Auf Cycle 0 pumpt sie komplett durch. Jetzt muss erstmal der ganze Schlauch voll werden. Also dauert das mal kurz. Also sie bohrt schon ein bisschen, man muss aber sagen, es läuft immer nur so
30 Sekunden, 20 Sekunden, alle paar Stunden mal, je nachdem wie man es einstellt. Ich glaube, ich habe es hier viermal pro Tag für, ich glaube, 20 oder 30 Sekunden. Man muss aber ein bisschen schauen, wie lange es dauert, bis sie anfängt zu vernebeln, also bis sie anfängt zu besprühen, weil oft ist es so, dass das Wasser langsam wieder zurückläuft, vor allem wenn man es mit mehr Abstand einschaltet, und dann kann es sein, dass immer ein paar Sekunden braucht, bis erstmal was rauskommt. Also hier geht es jetzt gleich, weil es hier gerade lief und auch auf volle Pulle läuft. Hier kann man es auch einstellen. Wenn man sie ganz runterstellt, dann ist sie nicht durchgängig. Ganz rauf, dann ist sie ziemlich laut. Aber ich glaube, die zwei reichen schon ganz gut. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es einstellen werde. Jetzt werde ich es erstmal nur für alle 12 Stunden für 30 Sekunden einstellen, so damit einfach alles feucht gehalten wird und falls was anfängt zu schimmeln, das jetzt erstmal abschimmeln kann, bevor ich das ganze Terrarium bepflanze. Weil jetzt sind wir mit der Technik im größten Teil durch. Also es kommen noch Sachen wie die richtige Beleuchtung und dann auch noch, je nachdem was für Tiere reinkommen, kommt noch eine UV-Beleuchtung. Ich habe schon jetzt ein paar Ideen, was Tiere angeht, aber ich bin immer noch nicht ganz sicher, mal schauen. Es wird es aber wahrscheinlich erst in ein paar Videos geben. Erstmal wird das längere Zeit nur mit Pflanzen laufen. Und sonst, was die Technik angeht, war es das auch schon. Beheizung brauche ich auch nicht unbedingt. Wenn ich Tiere habe, ist das wieder ein anderes Thema. Da muss man auch schauen. Ich habe jetzt ja auch hier ein Thermometer und Hygrometer. Da kann ich das dann auch beurteilen mit der Beleuchtung, wie viel sich das Ganze hier aufwärmt. Ich heize ja auch den ganzen Raum hier und kühle den ganzen Raum hier. Deshalb ist es auch zum Beispiel bei den Terrarium so, dass ich da gar keine extra Heizung brauche. Und wenn ich hier eine UV-Lampe habe, die auch gleichzeitig erwärmt, dann heizt die auch so ein bisschen mit. Ansonsten, wie gesagt, es kommt eine andere Beleuchtung drauf und danach werden wir noch schauen, wie das mit der Belüftung aussieht. Also, ob wir hier noch irgendwas abdecken müssen von der Belüftung, dass die Luftfeuchtigkeit hoch genug in dem Terrarium wird. Ein, zwei Stunden sind vergangen und schon langsam wird das Wasser klarer. Vielleicht muss ich ein bisschen Sand absaugen, es ist okay. Eigentlich hätte ich gerne ein bisschen weniger, ein bisschen schöner kann ich es noch verteilen, aber im Großen und Ganzen passt das so, also schaut ganz gut aus. Ansonsten hier schaut jetzt auch alles gut aus, fließt alles schön. Also so habe ich mir vorgestellt, dass es so langsam runterfließt, nicht so ein extremer Wasserfall ist. Und hier noch die paar Detailsteine. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Naturmaterialien reingelegt, die hatte ich noch hier. Ich weiß gar nicht, was für Hülsen das genau sind. Hier auch noch so eine Kakaoschale, einfach, dass die auch, wenn die anfangen zu schimmeln, dann, wenn Pflanzen reinkommen, abgeschimmelt sind. Und ja, schaut alles gut aus. Hier, Beregnungsanlage ist hier befestigt und hier, das habe ich auch einfach reinstecken können und hält jetzt eigentlich ganz gut. Zur Rückwand kamen auch Kommentare, dass ich da vielleicht noch ein paar Details mehr machen soll. Aber ich habe es jetzt hier auch gemerkt, in dem Terrarium und auch im letzten Paludarium. Mit der Zeit sind die ganzen Pflanzen über alles gewachsen und man sieht die ganzen Strukturen und ganzen Details nicht mehr so. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine größere Pflanze habe, dann habe ich hier noch Pflanzen, dann ist der Hintergrund irgendwie noch bepflanzt, dann sieht man die ganzen Details nicht. Und dann würde ich mir jetzt nur unnötig viel Arbeit machen, irgendwelche Sachen hinkleben und dann sieht man die einfach nicht mehr, wenn da die Pflanzen drüber sind. Deshalb habe ich da mit Absicht nicht zu viel gemacht. Ich habe, finde ich, jetzt hier schon ganz gute Details gemacht, so teilweise mit den Übergängen. Aber wie gesagt, wenn dann Pflanzen drüber sind, wenn das Ganze bemoost ist zum Teil, dann sieht man es nicht mehr so und das wäre einfach unnötig viel Arbeit. Aber ja, das ist das Ergebnis. Also mir gefällt es echt gut mit dem Wasserteil und freue mich schon, wenn ich das in ein paar Wochen dann bepflanzen kann. Ansonsten bleibt es jetzt hier so ohne Pflanzen für ein paar Wochen stehen, einfach dass alles feucht ist und abschimmeln kann. Und dann geht es in ein paar Wochen weiter mit der Bepflanzung von dem Terrarium. Wenn jetzt 10 Mal durch das Ganze eingerichtet und das Terrarium aufgebaut habe, dann klickt jetzt hier, da kommt ihr zu dem Video und dann bis zum nächsten Mal.